So, herzlich willkommen zu einem kleinen, zu einer kleinen Vorstellung über Windows 8. Die richtige Version, also die Verkaufsversion, ist ja mittlerweile schon seit mehreren Tagen bzw. fast schon seit mehreren Wochen auf der Technet, auf dem MS-Technet verfügbar. Ich habe so eine Version hier und werde euch auf jeden Fall mal die Installation zeigen. Dabei bitte nicht erschrecken, ich werde definitiv immer wieder ein paar Punkte überspringen, wo ich mir denke, okay, es macht wenig Sinn, euch zu zeigen, wie der Ladebalken durchläuft. Aber wie gesagt, schauen wir uns die Installation mal an. Das Ganze läuft hier in einer virtuellen Maschine, weil ich hatte Windows 8 auch schon wirklich auf meinem Laptop hier drauf. Es hat auch sehr gut funktioniert, bis auf die Tatsache, dass meine ganzen Programme, die ich regulär benutze, immer wieder abgestürzt sind. Und deswegen habe ich mich entschieden, okay, erstmal eine virtuelle Maschine. Ich habe auch schon versucht, mehrfach Windows 8 aufzunehmen, musste dabei leider feststellen, dass das Screen Recording-Programm, das ich verwende, scheinbar nicht wirklich mit Windows 8 kompatibel ist. Von daher tut es mir leid, muss es eben über diese virtuelle Maschine hier laufen, aber das sollte auch kein Problem sein. Zum Testen habe ich hier jetzt eine virtuelle Maschine angelegt mit 2 GB Arbeitsspeicher, genau, und eine 50 GB Festplatte. So, ganz zu Beginn von Windows lassen wir das einfach mal weiterlaufen. Das kennen wir ja schon von Windows 7. Und also das Setup-Routine von Windows 8 ist definitiv eine andere. Sie ist ein bisschen benutzerfreundlicher und wir kommen später noch auf diverse Eingaben, wie zum Beispiel diese hier. Er möchte unbedingt einen Product Key haben. Bei Windows 8 war, bei Windows 7 war es möglich, den Product Key zu überspringen, um eine 30-Tage-Testversion zu haben. Das wird mit Windows 8 nicht mehr möglich sein. Das heißt, wir müssen einen Key eingeben, um weiterzukommen. Und das ist schon mal der erste Punkt, wo ich jetzt sage, okay, da muss ich jetzt ein bisschen ausblenden, weil mein Key ist ein, der T Key, den ich habe, ist ein Technet-Key und den darf ich logischerweise nicht weitergeben. Von daher möchte ich jetzt fast mal sagen, bis gleich. So, den Product-Key habe ich jetzt eingegeben. Das hier ist gleich der direkt nachfolgende Bildschirm. Ja, hier haben wir die Möglichkeit abzugraden. Das hier ist eine virtuelle Maschine mit einer komplett neuen Festplatte. Das heißt, wir müssen komplett von Beginn aus neu anfangen. Also fortgeschritten, wählen unsere Festplatte aus. Jetzt können wir hier sagen, okay, wir möchten gerne manuell unsere Festplatte erstellen. Können wir auch tun, müssen wir aber nicht. Wir können einfach auf Weiterklicken und das Windows 8 Setup übernimmt eigentlich den Rest. So, jetzt müssen wir warten, bis hier alles durchgetickt ist. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, da möchte ich jetzt nochmal Pause drücken, weil zuzugucken, wie hier langsam aber sicher die Werte durchrauschen, ist recht langweilig. Von daher sehen wir uns dann gleich wieder. So, das Setup ist nun durchgetickert und wie ihr bereits sehen könnt, haben wir hier einen Vorbereitungsbildschirm. Das heißt im Endeffekt nichts anderes, was sich jetzt momentan auf der Festplatte in Anführungszeichen entpackt und die Grundkonfiguration vornimmt. Glaube ich mal die Uhr gesehen, ja, nur so mal als Beispiel, wie lange sowas dauern kann, wenn man einen etwas älteren Rechner hat. Ja, 12:30 in der Nacht. Ich weiß, ich bin ein bisschen lange wach. Hintergrund ist das Ganze ist, ich habe der virtuellen Maschine versehentlich nur einen einzigen Prozessorkern zugewiesen und deswegen lahmt das ganze System ein bisschen. Aber nach dem nächsten Neustart werde ich das definitiv gleich mal beheben und mehrere CPU, also mehr CPUs zuweisen. Deswegen dauert das Ganze jetzt auch so ellenst lang, bis die Installation durch ist. Also ich musste fairnesshalber dazu sagen, ich habe das ganze System, wo ich es auf meinem Laptop original drauf gespielt habe, ohne virtuelle Maschine, war die ganze Sache innerhalb von nicht mal 15 Minuten erledigt und die Installation war durch. Also jetzt nicht wundern, dass die Installation so lange braucht. Das ist nicht die Regel, das ist eigentlich eher die Ausnahme. So, jetzt sollte das Ganze auch bald hier fertig sein. Ja, die Konfiguration ist vorbei. Jetzt lädt er im Endeffekt das Grundsystem oder beziehungsweise fährt nochmal neu hoch und da möchte ich jetzt gleich mal schnell ausschalten und die CPUs anpassen. Denn ansonsten kann das nee, das ist die falsche Maschine. Entschuldigung. Genau. Weisen wir dem ganzen Teil mal hier ein bisschen mehr CPUs zu, dass das auch ein bisschen flotter von der Hand geht. Ne? Ich denke, 2 werden reichen. So. Dann starten wir die ganze Kiste nochmal. Ja, die Setup-CD liegt noch im Laufwerk, also einfach mal ignorieren. So, der Bootscreen von Windows 8.
Ja, man sieht, es ist ein kleines bisschen verzerrt wegen der virtuellen Maschine. Aber ja, das Schöne an Windows 8 ist, es ist nicht mehr, es ist eigentlich schon auf Widescreen-Monitore, also auf 16 zu 9 Monitore optimiert. Das sieht man auch an dem Bootscreen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier in dem Video so schön sieht. Allerdings diese rotierenden Kreise da unten, man sieht, es ist eigentlich mehr ein Hochkant-Oval. Auf richtigen 16 zu 9 Monitoren ist es auch wirklich kreisrund. Also wie gesagt, der Startbildschirm wurde auch für 16 zu 9 Monitore erweitert. So, mal gucken, ob die zwei CPUs was gebracht haben von der Geschwindigkeit her. Momentan rattert noch die Festplatte ziemlich stark. Ja, virtuelle Maschinen sind halt auch nicht wirklich das Wahre, wenn man einen Consumer, also ein Benutzerbetriebssystem drauf testen möchte. Ein wunderschöner schwarzer Bildschirm. Juhu. Meine Maus sehe ich auch nicht mehr. Ah ja, doch, hier. So. Wenn das hier jetzt noch ein bisschen länger dauert, würde ich mal sagen, machen wir nochmal einen kurzen Break. Also wie gesagt, 0:25 Uhr. Ich weiß nicht, wann wir begonnen haben. Ah, okay. Er bootet immer noch. Ja, dann denke ich mir, machen wir nochmal eine kurze Pause. So, und da sind wir wieder. Man sieht jetzt hier auch richtig schön anpassen. Nach unserem wunderschönen Bootvorgang, der doch ein bisschen länger gedauert hat, fängt Windows 8 jetzt gleich an ja, nach den Details zu fragen. Wie soll Windows 8 aussehen? Ich meine, für Frauen wird sich wohl eher dafür, ja, wem es gefällt, wird das Rosa hier ein bisschen schön sein. Für andere das Babyblau. Ich weiß nicht, wie ihr es halt handhabt. Also ich bin generell ein böser Mensch, deswegen, ja, feuerrot wie die Hölle. Ja, wie nennen wir unseren PC? Er möchte einen Namen haben. Das ist auch der Name, den euer PC später im Netzwerk haben wird. Also Vorsicht, wie ihr ihn benennt. Ihr könnt keine Leerzeichen verwenden. Und ich kann, ja doch, ich kann tippen. So, dann machen wir hier mal weiter. Wie gesagt, das Ganze ist in Windows 8 jetzt, ich möchte mal fast sagen, idiotensicher. Allerdings muss man da auch ein kleines bisschen aufpassen, denn zu viel Idiotensicherheit ist ein bisschen, ich sag mal, versteckt. Express-Einstellungen. Das hier ist die Zusammenfassung der Express-Einstellungen. Wir haben das Ganze natürlich an, weil wir möchten ganz selbst entscheiden, was passiert. Hier geht das Ganze los. Freigaben aktivieren und mit Geräten verbinden für Heim- oder Arbeitsplatznetzwerke. Also wenn ihr zu Hause euren Rechner installiert mit Windows 8, dann selbstverständlich das aktivieren. Ansonsten, wenn ihr an einem öffentlichen Netzwerk, an einem Internetcafé oder sonst irgendwo seid oder mit WLAN gerade unterwegs seid, dann natürlich die Freigaben nicht aktivieren. So, und jetzt denke ich mal, wird es Probleme geben, weil ich die virtuelle Maschine, glaube ich, nicht ans Internet angeschlossen habe. Kann man hier mal schnell nachgucken. Ja, ich habe es genattet, genau. Nutting heißt, er benutzt den physikalischen Rechner, also in dem Fall meinen Laptop, und gibt sich als mein Laptop aus. An und für sich könnten wir eigentlich die Netzwerkbrücke einschalten. Das heißt dann, dass er versucht, per Netz, also per WLAN, in dem Fall, sich in mein Netzwerk als eigenständiger PC einzuklinken. Ich lasse es jetzt erstmal auf Nutting, bis das alles hier durch ist. Und stelle es nachher um. So, nächste Option, PC schützen, aktualisieren, ist ja eigentlich auch recht selbsterklärend. Also Updates generell immer installieren. Ja, also es gibt keinen Grund, warum man die Updates deaktiviert, es sei denn, man hat eine illegale Version und die kriegen von mir ohnehin eine auf den Sack, weil es tut mir leid, Windows 8 würde es im Anfangsphase für 40 € geben und wer nicht mal 40 € für ein Betriebssystem übrig hat, ich weiß nicht, derjenige sollte sich ein Grab schaufeln oder sowas oder einfach keinen PC nutzen. Ja, ich weiß, es ist eine ziemlich krasse Einstellung, aber es tut mir leid. Wenn ich ein Produkt benutze und ein Produkt haben möchte, muss ich auch dafür bezahlen. Ich weiß auch nicht, woher diese Gratis-Mentalität kommt, aber egal. Bevor es hier jetzt zu einer Copyright-Diskussion ausartet, machen wir einfach mal weiter. Gerätetreiber-Apps und neue Geräte automatisch abrufen. Ja, spricht jetzt momentan nichts dagegen. Privatsphäre und den PC schützen. Würde ich so momentan auch alles anlassen. Was ich richtig schön finde, ist, dass hier Do-Not-Track-Anforderungen an Websites senden, die in Explorer besucht werden, generell alles auf eingestellt ist. Das heißt, selbst wenn man die Express-Einstellungen nimmt, ist der Datenschutz noch, zumindest hier, gewährleistet. Aber das Ganze kann man dann hier natürlich noch verfeinern. Ich möchte URLs für die Inhalte übermitteln aus. Also generell. Ich möchte nichts an irgendjemanden senden. Es soll keiner wissen, was für Apps ich benutze. Und vor allem gar nicht, ja, was ich mit den Apps mache. Das geht einfach keinem was an. Also aus. Was hier auch schon in der Standardeinstellung ist. Also recht schön. Ich möchte Maps beitreten.
Nee, eigentlich auch nicht. Möchte bei der Verwendung die Standardbestimmungen übermitteln, um zur Verbesserung der Dienste beizutragen? Nein, es geht niemandem was an, wo ich meinen Rechner benutze und was ich damit mache. Ich möchte am Programm zur Verbesserung teilnehmen? Ja, gut, möchte, kann, wenn nicht, dann nicht. Ich persönlich denke mir einfach mal, nö, habe ich keine Lust dazu. Auf der anderen Seite, wenn es zu viele Leute nicht machen, dann haben wir sowas wie Windows 8. Also mach doch lieber mit. So, ich möchte dazu beitragen, den Hilfeinhalt noch hilfreicher zu gestalten. Gut, das kann machen, wer will. Ich bin da kein Fan davon. Online nach Lösungen für Probleme besuchen, das kann man eigentlich auch anlassen. Das spricht auch nichts dagegen. Informationen über Apps teilen. Jein, möchte ich jetzt eigentlich nicht. Apps, die Verwendung meines Namens und meines Profilbilds gestatten? Nee, meine Daten gehören mir. Plattform für Windows-Position aktivieren, damit Apps nach den Standort fragen? Natürlich nicht. Es geht niemandem was an, was ich tue. Ah, jetzt muss ich mal ganz kurz das Mikrofon ausschalten. Sonst huste ich euch jetzt volle Kanne in die Ohren. Ah, so, weiter geht's. Am PC anmelden. Ja, jetzt habt ihr eine richtig schöne Funktion hier in Windows 8. Und zwar könnt ihr euch jetzt in Live-ID einloggen oder ihr erstellt ein lokales Konto. Ein lokales Konto ist das wie auf Windows 7. Ihr erstellt euer Benutzerkonto und das war's. Und wer sich mit einem Live-Konto anmeldet, hat einen richtig genialen Vorteil. Und zwar werden, ob ihr ein Live-Konto, eure sämtlichen Einstellungen, euer Hintergrundbild, teilweise ein paar eigene Dateien, sehr wichtige eigene Dateien, die ihr in SkyDrive reinschmeißt, werden synchronisiert. Das heißt, was ihr auf dem Laptop verändert oder auf einem PC verändert, wird auf einem zweiten PC, mit dem ihr euch mit eurem Benutzerprofil einloggt, sofort übernommen. Es ist im Endeffekt wie eine Windows-Domäne, nur eben auf globaler Ebene, über die Windows Live ID. Und das persönlich finde ich richtig genial. Also sagt, ihr könnt entweder eine Live-ID nehmen oder hier unten ohne Microsoft-Konto anmelden. Das heißt, ihr erstellt ein lokales Benutzerkonto. Ich persönlich bin für die erste Variante, einfach weil es richtig schön genial ist. Ich zeige das auch mal. Also das hier ist meine Windows Live-ID, kurioserweise auch gleichzeitig meine E-Mail-Adresse. Ja, jetzt wisst ihr, meine E-Mail-Adresse ist mir auch egal. Das ist einfach nur eine Trash-Mail-Adresse, die ohnehin fast nie gelesen wird. Na, hat es mir jetzt nicht, doch hat er. Aber ihr seht, er hat das komplette Design von der Farbe her ist komplett übernommen worden. Also das finde ich, vor allem, es wird komplett nicht mal schlecht aus. Gut, Rot ist nicht jedermanns Geschmack, aber die Kontraste sind da und es gibt keine Komplementärfarben, also gegensätzliche Farben, wie zum Beispiel Rot-Grün, was ja äußerst grausam aussieht, oder Rot-Blau, was auch nicht wirklich toll ist. Es gibt wirklich ein durchdachtes Design und das sogar mit mehreren Farbdesigns, mit mehreren Farbebenen, was ich persönlich richtig genial finde. Und ja, es ist wirklich generell durchgezogen. Man sieht hier schön den roten Hintergrund, man etwas helleren, orangenen Button, der aber trotzdem von der Farbabstufung her zu der Hauptfarbe passt. Also wie gesagt, da haben einige Leute sich wirklich viel Gedanken darüber gemacht und es schaut auch richtig genial aus. Aber aus irgendeinem Grund braucht er jetzt wieder ewig, um ein Konto zu finden. Tja. Schön. Ich habe einen Punkt. Ich denke mal, das sollte wie diese wunderschöne Animation sein, die hier so durchtickt. Ja, die Zeit unseres Videos ist begrenzt, von daher drücke ich hier nochmal auf den Pause-Button und warten, bis das Ganze. Oh, es tut sich was. Kaum warnt man mal, man könnte das Video abschalten. Na? Warten wir noch oder schalten wir aus? Ich glaube, wir machen doch mal auf Pause. Hui, er hat es doch nicht ganz so lange gebraucht. Dann machen wir mal weiter. Hoffen wir mal, das war jetzt das richtige Passwort. Und dass wir nicht jetzt wieder 2 Stunden warten. Nein, perfekt. Hier könnt ihr jetzt eine Telefonnummer angeben, mit der ihr euer Konto zertifizieren könnt. Das heißt, solltet ihr euer Passwort vergessen, wird euch in dem Fall hier jetzt an dieser Handynummer euer Passwort zugeschickt. Auch nicht schlecht. Die gute alte E-Mail-Lösung gefällt mir trotzdem noch besser, aber ist halt Microsoft. Ein kleiner Hinweis, wer jetzt Telefonterror bei mir macht, der kriegt ganz dick eine auf den Sack. Tja. Konto wird erstellt. Schön. Ich muss euch vorwarnen, wenn man sich das erste Mal bei seinem Windows-Konto einloggt, Windows 8 wirkt wie ein Spielzeug. Es ist wirklich, man sieht es und denkt sich einfach nur,
Was zum Teufel? Aber ich muss der Fairness halber dazu sagen, wenn man es längere Zeit benutzt, es ist angenehm. Es ist wirklich, es ist nicht so schlimm, wie sie alle getan haben, wie alle tun. Und es ist nicht schlecht. Also wirklich, mein Respekt an Microsoft, sie haben sich wirklich dabei was gedacht. Auch wenn die Windows 8 GUI nicht jedermanns Geschmack ist. Es gibt auch Möglichkeiten, die abzuschalten mit Drittanbieterprogrammen. Aber dazu komme ich jetzt später. Erstmal rein die Installation und Inbetriebnahme von Windows 8, die erste Oberfläche und mal so ein kleiner Überblick über das ganze Betriebssystem. Ich hoffe nur, mein Screen Recorder stürzt nicht wieder ab. Denn beim letzten Mal, als ich das versucht habe, hier ein schönes Windows 8 Video aufzunehmen, ja, ich habe nach dem dritten Mal versuchen und einen dritten Absturz einfach aufgehört. Aber wie gesagt, da Windows 8 ist ein bisschen inkompatibel mit Screen Recording Programmen, habe ich festgestellt. Deswegen jetzt auch die virtuelle Maschine und die Lösung. Hoffen wir einfach mal, dass es besser funktioniert. Ja, ich bewege meine Maus an eine Ecke. Aber es tut sich nichts. Da weiß ich auch, ich hoffe, das wird noch behoben in der Final Release, denn das ist ein bisschen, ja, es bleibt länger auf dem Bildschirm, als es eigentlich müsste. Ich glaube, das ist so für Leute, die etwas schlechter sehen, dass die dann da wirklich sich Zeit nehmen können und Buchstabe für Buchstabe entziffern können, was dann da auf dem Bildschirm steht. Ja, es kann nun ein paar Minuten dauern. Bei der virtuellen Maschine glaube ich mal eher ein paar Stunden. Von daher würde ich fast mal sagen, machen wir hier nochmal Pause. Aber man sieht diesen wunderschönen Farbverlauf. Der Hintergrund ändert wirklich die Farbe. Das ist eigentlich auch ein schönes Gimmick. So, aber dann warten wir noch mal. So, also, ich habe nichts übersprungen. Ich habe einfach die Ladezeit verkürzt, weil euch das hier zuguckt, wie dann da so 10 Minuten lang die Einrichtung des PCs durchläuft, ist auch ein bisschen, ich möchte mal fast sagen, lächerlich. Aber wie gesagt, das hier ist euer Desktop, euer erster Kontakt mit Windows 8. Und ja, man sieht hier schon, es wirkt alles ein bisschen, ja, ich möchte wirklich sagen, wie ein Spielzeug. Euer Desktop ist mittlerweile eine einzige Kachel und ja, ja, es gibt kein Startmenü mehr. Tatsache, es gibt wirklich kein Startmenü mehr. Wie gesagt, wenn ihr jetzt die Windows-Taste drückt, kommt ihr zurück in euer Metro-Menü, beziehungsweise in die Windows 8 GUI, wie sie ja mittlerweile heißt, nachdem Microsoft ja Angst hatte, in einen Rechtsstreit mit der Metro AG zu kommen, also diesen Discounter hier in Deutschland. Wobei ich das recht interessant finde, ja. Eine amerikanische Firma ändert den Namen einer GUI aus Angst vor einer deutschen Firma, aus Angst vor einem deutschen Lebensmitteldiscounter. Also, ich finde es einfach nur kurios. Ah, naja, gut, man geht Probleme aus dem Weg. Ich meine, andere Firmen steuern direkt drauf zu und steuern ihr eigenes Verderben. Ich möchte hier mal Apple erwähnen. Und besonders meinen Blogpost Apple versus Samsung versus Apple, beziehungsweise Samsung versus Apple versus Samsung. Ja, okay. Wir haben den wunderschönen Auszeiger, der uns mal gar nichts bringt. Ja, ich wollte nämlich gerade die Desktop-Auflösung ändern. So, mal gucken, ob ich diese virtuelle Maschine ein bisschen optisch aufblasen kann oder ob ich dafür wirklich erst den Treiber installieren muss. Dass man hier keine Aero-Oberfläche hat, ist übrigens gewollt. Okay, ich muss den Treiber installieren. Schade. Wie gesagt, es gibt keine Metro-Oberfläche mehr. Man sieht hier wirklich keine Aero-Glass-Effekte mehr. Und das Ganze ist, möchte ich fast sagen, auch gewollt. Denn die Aero-Oberfläche hat unter Windows 7 doch recht viel Leistung gefressen oder unter Windows Vista auch. Aber das wurde hier jetzt abgeschaltet. Man hat zwar noch leichte Transparenzeffekte hier unten zum Beispiel im Startmenü, beziehungsweise in der Superbar, aber generell kann man sagen, gibt es eigentlich keine wirkliche Bar wie Metrobar mehr. Beziehungsweise keine wirkliche Aero-Glass-Oberfläche mehr. Wie komme ich jetzt auf Metrobar? Aber gut, installieren wir mal unsere wunderschönen Gasterweiterungen. Das sollte dann unsere VM auch Beine machen. Und ja, mal schauen, wie sich das Ganze dann auf die Geschwindigkeit auswirkt. Ich denke, ich muss euch jetzt nicht zeigen, wie ich irgendwelche Software installiere. Das werdet ihr dann schon noch sehen. Von daher mache ich jetzt erstmal kurz Pause. So, die Treiber sind installiert und unser Windows bootet neu hoch. Wollen wir doch mal gucken, ob das Ganze was gebracht hat und wir jetzt auch mal auf der richtigen, vollen Auflösung unser Windows 8 bewundern dürfen oder ob es wieder spinnt. Ich hoffe mal nicht. Und ich hoffe auch mal, dass das Ganze hier ein bisschen schneller läuft. Momentan macht es hier nicht so viele Anstalten, als würde es auf der virtuellen Maschine hier einen ordentlichen Geschwindigkeitsschub geben. Aber ich denke, das Ganze hält sich noch im Rahmen des Möglichen. So, na,
Wird es heute noch was? Oder wird es heute nichts mehr? Also vorhin habe ich eine Fehlermeldung beim Installieren bekommen. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt die komplette VM zerschossen habe und wir von Windows 8 gar nichts mehr sehen. Für den Fall wird das Tutorial einfach nur umbenannt, Installation und Zerschießen von Windows 8. Hoffen wir einfach mal, dass es sich noch fängt. Immerhin, laden tut er noch. Also ich muss nochmal darauf hinweisen, für diejenigen, die jetzt im Video rumgesprungen sind, diese Ladezeiten sind natürlich nicht normal für Windows 8. Das Ganze hier läuft in einer virtuellen Maschine mit reduzierter Leistung. Also statt 4 CPU-Kernen benutzt mein Windows 8 hier nur 2 und statt 8 GB Arbeitsspeicher auch nur 2. Wie gesagt, dadurch verzögert sich das Ganze noch ein bisschen, was auch daran liegen kann, dass die Festplatte dieser virtuellen Maschine auch nicht auf einer SSD liegt, wie mein PC eigentlich eine hat, sondern beziehungsweise mein Laptop, sondern sie liegt auf einer USB-3-Festplatte, die über ein USB-2-Interface angeschlossen ist, also doch recht langsam. Aber ja, man sieht schon, dieses Hintergrundbild habe ich bei meiner ursprünglichen Windows 8-Installation mal eingegeben. Und diesen Login-Screen hat er mir wirklich komplett übernommen. Aus meinem Windows Live-Account heraus hat er meine kompletten alten Einstellungen wiederhergestellt. Sogar mein Avatar hat er übernommen und ich kann mich hier jetzt auch ganz normal wieder einloggen. Und erstellt wirklich, wenn ihr euren PC neu macht und ihr habt euer Windows Live, eure Windows Live-ID, wird wirklich euer kompletter PC mit Benutzername, mit Hintergrundbild, mit allen Apps wieder komplett so übernommen, wie er auf dem vorherigen PC war. Das ist wirklich richtig genial. Wobei ich allerdings da immer diese leichte Stimme im Hinterkopf habe, die man immer wieder sagt: Du weißt nicht, was für Daten übertragen werden. Du weißt nicht, welche Daten Microsoft von dir hat. Von daher, wenn wirklich Windows 8 released wird, werde ich wahrscheinlich trotzdem noch ein lokales Konto verwenden. Aber allein wegen dieser Synchronisierungsfunktion finde ich Windows 8 mal richtig genial gelungen. Denn in diesem Sinne hat eigentlich, ja, das kenne ich eigentlich, ich weiß nicht, ob das bei Mac vielleicht so ist mit der iCloud. Aber ich habe sowas noch nirgendwo anders erlebt. Weder bei Linux, noch bei BIOS, noch bei BSD, die wir raten. Nirgendwo. Gut, Apple nutze ich nicht. Ich meine, wer nutzt schon Apple außer irgendwelche Poser? Entschuldigung, wenn ich jetzt irgendeinen Apple-User beleidigt habe, aber ich bin Mediengestalter, ich habe Mediengestalter gelernt und meine Schulkollegen. Ja, ich möchte mal nichts dazu sagen. Ich möchte nur so viel sagen. Ich habe den Mac, ich bin besser wie du. Ja. Lassen wir es dabei. Wie gesagt, Windows 8, das einzige, also das erste, was mir persönlich richtig stinkt bei Windows 8, sind diese riesen dicken, fetten Rahmen hier. Die kann man nämlich jetzt nicht mehr wie bei Windows 7 einfach verkleinern. Nein, man muss mit diesen fetten Rahmen leben. Und da muss ich sagen, das ist richtig mies. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, wird garantiert noch irgendwann nachgereicht durch ein Patch, durch ein Update oder eben durch eine dritte Software, die man vielleicht von einem anderen Anbieter bekommt. Aber persönlich finde ich es jetzt am Anfang hier eigentlich richtig widerlich, weil es ist im Endeffekt gerade auf so einem Display wie der Laptop hier. Ich meine, er hat eine kleine Auflösung, das ist, ja. Und dann habe ich für irgendwelche völlig überzogenen Rahmen, die meiner Meinung nach richtig scheiße aussehen, es verschwendet einfach Platz. Aber ja, ich möchte mal nichts sagen. So, wie gesagt, hier habt ihr euren Desktop, hat sich eigentlich zu Windows 7 bis auf das Design von den Aero-Elementen hier recht wenig verändert. Was sofort auffällt, es ist kein Startmenü mehr da. Es gibt einfach keins mehr. Wir haben kein Startmenü mehr. Stattdessen haben wir hier unten ein Fensterchen, das aufgeht mit Start. Und wenn wir da draufklicken, nein, in der virtuellen Maschine mag das noch nicht so gut funktionieren, kommen wir hier auf unser Med, auf unsere Windows 8 GUI. Und es ist eine Umstellung. Es ist wirklich eine riesige Umstellung. Aber ich muss der Fairness halber sagen, dieses hässliche Ding hier muss ja nicht hässlich bleiben. Da kümmern wir uns gleich drum. Doch zuerst nochmal, wie gesagt, Internet Explorer, ja, schön, weg mit. Das hier können wir auch wegschmeißen. Ja, wenn wir die Windows-Taste drücken, kommen wir wieder in unsere Metro UI. Und da finde ich was richtig Geniales, weil ich möchte jetzt den Windows Explorer haben. Ja? Ich meine, ich kann ihn natürlich ganz normal mit Windows-Taste und E aufrufen. Habe ich auch mal einen Explorer, aber wer merkt sich schon alle Tastenkombinationen? Ich möchte jetzt den Windows Explorer aufholen. Was mache ich? Ich tippe es einfach mal ein. Wind. Na, zack. Jetzt listet er mir hier alle Programme auf, in der Windows vorkommt. Ich merke schon, okay, mein Explorer ist nicht dabei. Ich tippe nur EXP ein und zack, mein Explorer ist da. Und das persönlich finde ich eigentlich eine richtige Verbesserung. Ich meine, wer Linux mal benutzt hat,
insbesondere Ubuntu mit der Unity-Oberfläche, dem kommt das vielleicht ganz bekannt vor, weil ich habe bei Unity auch nur hier oben einen Button, klicke ich, tippe mein Programm ein und zack, mein Programm ist da. Und so ähnlich hat es Microsoft jetzt eben auch mit Windows 8 gemacht, finde ich persönlich, das meinte ich mit der riesen Verbesserung, weil eigentlich, wie gesagt, wenn man länger mitarbeitet, man möchte Microsoft Word haben, sagt WOR, hat man hier sein Word, wenn es installiert wäre. Das persönlich finde ich richtig genial. Aber zurück zur Metro-Oberfläche. Wie gesagt, man kann die anpassen. E-Mail interessiert mich schon mal gar nicht. Kontakte auch nicht. Nachrichten auch nicht. Können wir schon mal wegschmeißen. Will ich nicht. Mein Kalender. Ja, doch, den möchte ich haben, aber ich möchte ihn bitte kleiner haben. Das brauche ich nicht. TecDAX interessiert mich nicht. Irgendwelche Nachrichten interessieren mich auch nicht. Die hole ich mir dann selbst. Also weg mit. So, Karten. Ja, wenn ich reise, dann habe ich mein Handy dabei, brauche ich auch nicht, kann mich komplett runterschmeißen vom System. Windows Explorer 8, ja, diese Version des Internet Explorers ist einfach mal, gelinde gesagt, für Desktop-PC nutzlos. Gut, bei mir stört er nicht mal, also. Aber im Endeffekt habt ihr hier nur einfach nur ein Explorer-Fenster, das riesengroß gezogen ist über alles. Jetzt hat es eben nicht mehr gestartet. Was will ich denn damit? Also, es tut mir leid, ich frage mich ernsthaft, was Microsoft sich dabei gedacht hat. Das ist, wie gesagt, für Tablet-PCs ist das bestimmt richtig genial. Aber für einen Home-PC mit dem 23-Zoll-Bildschirm meinetwegen, was will ich denn damit? Ich habe einen riesen Fettscreen-Browser. Aber immerhin, Microsoft unterstützt mittlerweile mal diverse CSS-Spielereien, das ist auch schon mal nicht schlecht. Und ansonsten macht er eigentlich ein recht flottes Bild. Gut, auf der virtuellen Maschine hier jetzt nicht gerade, aber ansonsten ist er eigentlich nicht schlecht. Wie gesagt, für Tablets interessant, aber so Bauchschmerzen kriege ich eigentlich mehr davon, möchte ich fast mal sagen. So, diese Internet Explorer ist jetzt eine sogenannte Browser-App oder eine normale App. Was kann ich jetzt damit machen? Ihr habt es gerade gesehen, ich kann den hier schon rumziehen und einfach mal auf Halde legen, während ich mir hier ein anderes Programm hole. Mein Explorer läuft weiter. Wie sehe ich das? Ich gehe hier unten in die Ecke, bis das Fenster hier erscheint. Und dann ziehe ich meine Maus einfach mal nach oben. Ja, in der virtuellen Maschine funktioniert das noch nicht ganz so gut. Na? Ah, genau. Jetzt habe ich eine weitere App in Anführungszeichen geöffnet, meinen Desktop, und ich sehe hier, habe ich meine zweite App nebendran liegen und kann die hier auch einfach mal wieder ein bisschen größer machen oder ganz in den Vordergrund holen. Und kann meinen Desktop einfach mal in Rente schicken, mehr oder weniger. Oder ich schiebe ihn hier hin. Und kann hier dann eben weiter bedienen oder eben ihn auch vergrößern und verkleinern oder eben ganz wegschieben. Wenn ich ihn schließen will, geht's jetzt, genau. Ich fahre hier runter, fahre nach oben mit der Maus und habe hier meinen Explorer und kann hier sagen, schließen, weg mit. Brauche ich nicht, will ich nicht. So, aber weiter zu unserer Metro-UI. Spiele, ja, Kamera, ja, wenn ich die jetzt anschalten würde, würdet ihr einfach nur meine Hackfresse sehen. Von daher, weg mit, brauche ich nicht. Musik und Video, ja, ist nicht schlecht, aber ganz ehrlich, ich habe einen Windows Media Player oder den VLC Player. Von daher, brauche ich auch nicht. Weg mit. SkyDrive, wie gesagt, man wird automatisch eingeloggt, wenn man hier sich mit seinem Windows Live ID einloggt. Das heißt, ich hätte hier jetzt direkt Zugriff auf alle meine Daten, die in SkyDrive liegen. Und da muss ich der Fairness halber sagen, ist ein richtig geiles Feature. Denn wie gesagt, ich habe meine Windows Live ID, gehe auf eine andere Windows Live ID, beziehungsweise auf einen anderen Rechner mit meiner selben Windows Live ID und habe alle meine Dokumente in SkyDrive drin. Und das ist einfach, ja, wer es nutzt, ist es richtig genial. Wer es nicht nutzt, der, ja, nutzt es halt einfach nicht. Aber ich persönlich nutze es nicht, von daher weg mit, brauche ich nicht. So, wir sehen, unser Metro hat schon richtig abgespeckt. Das brauche ich auch nicht. Biegen interessiert mich nicht. Reisen, gehe ich ins Reisebüro. Tut mir leid. So, Fotos, ja, schön, nett, brauche ich nicht. Weg mit. So, jetzt kann ich das hier herziehen. Jetzt ist unsere Oberfläche eigentlich. Oh, das können wir noch wegschmeißen. Ups, den kann ich wohl doch nicht einfach so deinstallieren. Schade, schön wäre es gewesen. Aber jetzt hat unsere Oberfläche hier schon richtig schön abgespeckt. Das Wetter machen wir noch ein bisschen kleiner und ja, jetzt haben wir hier ordentlich Platz. So, wie kriege ich hier jetzt ein Programm hin? Ganz einfach, hier erstmal meine Übersicht rein. Ich tippe einfach mal irgendeine Taste, lösche die dann wieder raus. Und schon habe ich hier meine Übersicht über alle installierten Programme, wie sie ganz regulär auch im Startmenü wären. Hier meine Apps, hier meine regulären Programme. Und hier kann ich jetzt auch sagen, ich möchte jetzt bestimmte Sachen eben auf mein Startmenü hier holen. Das geht ganz einfach. Ich wähle es aus, sage Rechtsklick, anstatt anheften. Und da das Ganze, den brauche ich noch öfters, den brauche ich noch öfters. Die Systemsteuerung ist auch nicht schlecht.
Oh, ich muss das alles einzeln machen. Stimmt, da war was. Aber sollte auch kein Problem sein, geht eigentlich recht schnell. So, jetzt habe ich zwar ein paar Programme doppelt, aber egal. Den holen wir uns noch dazu. Und den holen wir uns auch noch dazu. Wer aufgepasst hat, sieht, wir können das Ganze auch an die Taskleiste anheften lassen. Das machen wir jetzt auch mal mit dem hier und dem hier und. Oh, Paint können wir jetzt mal so starten. Aber man sieht, hier unten sind die Anwendungen, die ich gerade angeklickt habe, auch noch aufgelegt. Das heißt, ich kann direkt aus der Metro UI auch auf den Desktop zugreifen und Programme eben hier auch in meine Superbar legen. Wie gesagt, nicht schlecht gemacht. Die Idee dahinter ist richtig gut und ich glaube, wenn man das noch ein bisschen verfeinert, kann da wirklich was draus werden. Aber wie gesagt, hier haben wir zum Startmenü hinzugefügt. Unsere neuen Programme sind da, kann ich natürlich auch anordnen und ja, ist eigentlich recht ordentlich. Was man auch noch machen kann, ist, man kann seine Anwendungen auch noch gruppieren. Man kann sagen, okay, das hier sind jetzt alles meine Apps. Das hier ist Systemsteuerung, das brauche ich weniger oft, das mache ich in ein eigenes Symbol rein. Der Media Player, den schiebe ich mir hier nebenhin, weil ist Multimedia und das WordPad, das schiebe ich dann hier noch mit dazu. Beziehungsweise hierher. So, jetzt habe ich hier theoretisch, ja, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3, Gruppe 4. Kann ich auch untereinander anschieben. Das Einzige, was leider nicht geht, ist, ich kann das nicht hier unten hinsetzen. Und das stört mich eigentlich ein bisschen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gruppe habe, die nur aus zwei Symbolen besteht, dann stehen die da so völlig einzeln rum. Und ich hole immer noch ein paar mehr dazu. So, das hier anstatt anheften, das anstatt anheften, das hier anstatt anheften, das hier anstatt anheften. Ausführen, ja, das könnte man auch mal gebrauchen. Wie gesagt, ich habe jetzt nur die Standardsoftware installiert. So, gehen wir mal zurück. Wie gesagt, jetzt könnte ich hier meine Hilfen anlegen. Meine Sicherheit könnte ich jetzt hier vielleicht noch mit reinlegen. Und das stört mich ein bisschen, weil ich kann hier alles voll knallen und kann sogar. Ja, der Überlauf ist hier automatisch. Man sieht auch, der Abstand hier ist gleich. Aber ich habe dann hier so ein einzelnes Fensterchen rumstehen. Oder in dem Fall zwei. Und die hätte ich halt lieber untereinander gehabt. Aber man kann halt nicht alles haben. Und ich denke, das sind Funktionen, die definitiv noch nachgereicht werden oder verbessert werden. Vielleicht bei Windows 9, wer weiß. Man kennt das ja von Microsoft. Scheiße gut, scheiße gut, scheiße gut, scheiße gut. Windows 7 war wieder mal gut. Geschmackssache. So, aber kommen wir mal in den wichtigeren Bereich, die PC-Einstellungen. Wenn man hier mit der Maus oben hingeht, dann erscheint hier dieses wunderschöne Menü. Start ist ja eigentlich, ne? Wäre in dem Sinn klar, das wäre unsere Metro UI. Na? Aber wir möchten uns mal in die Einstellungen begeben. Denn die PC-Einstellungen sind eigentlich recht praktisch. Vor allem hat man hier jetzt mal so Funktionen wie Helligkeitsregler auf Laptops. Kann man hier jetzt nicht, weil ist eine VM, aber theoretisch auf meinem Laptop konnte ich hier wirklich mit Schieberegler direkt die ähnlich wie bei hier, wie hier meine Helligkeit vom Bildschirm ändern. Ich hätte hier theoretisch auch direkt meine WLANs aufgelistet, wenn ich meinen WLAN-Adapter hätte. Ist wie gesagt eine virtuelle Maschine, geht das so nicht. Und was auch sehr genial ist, wo ich wirklich sagen muss, das ist eine richtig gute Funktion, sind die Benachrichtigungen. Diese nervigen kleinen Pop-ups, die immer von unten von der Uhr hochgekommen sind, mit ja, wir benötigen Ihre Aufmerksamkeit. Das kann man nämlich hier jetzt einfach mal abschalten, ja, für einen Arbeitstag, während einer Spielrunde oder einfach nur mal, weil man genervt ist, kann man das einfach mal ausblenden lassen. Und Feierabend. Das ist eine richtig geniale Funktion. Was ein bisschen scheiße ist, ist runterfahren. Weil runterfahren muss man wirklich hier in. Ich kann ihn hier nicht mehr runterfahren. Ich kann Profilbild ändern, sperren, abmelden, aber ich kann meinen PC nicht herunterfahren. Da muss ich wirklich wieder in meine Einstellungen rein und muss hier sagen, ein ausschalten. Dann kann ich herunterfahren oder neu starten. Ist ein bisschen, ja, kompliziert, aber ich denke, man kann sich auch eine ganz normale Verknüpfung wieder anlegen und den PC damit herunterfahren. Was recht schön ist, sind die Einstellungen. Die sind nämlich endlich mal recht übersichtlich. Man sieht hier auch direkt, er hat meinen Login-Screen, hat er komplett übernommen. Ich kann allerdings auch hier was völlig anderes wählen. Ja, okay. Die Synchronisierung funktioniert doch noch nicht so gut wie gedacht. Hallo. Ich möchte wieder in meine Einstellungen rein. Da gibt es wohl noch Nachholbedarf. Geht es jetzt? Ah, jetzt kann ich mein Bild ändern. Perfekt. Und er wirft mich wieder raus. Ein Hurra auf Windows 8.
Aber ich kann mal alles Bild auch wieder wählen und er schmeißt mich wieder raus. Ha, ein reproduzierbarer Fehler. Gut, ich muss der Fairness halber sagen, ich habe die Windows-Updates noch nicht installiert. Ja, Windows 8 ist noch nicht mal released und kriegt schon Updates verpasst. Aber so sind wir das ja eigentlich von Microsoft gewöhnt. Was schön ist, man kann sich hier auf dem Sperrbildschirm direkt eben E-Mails, also Nachrichten aus dem Messenger, E-Mails, Kalender, Wetter, man kann sich eigentlich wirklich hier auf seinem Stadtbildschirm alles anzeigen lassen, wenn es denn funktionieren würde. Ah, so, E-Mail. Aha. Wetter. Nachrichten. So, hat sich hier noch nicht viel geändert. Aber naja. Teilen, Suche, genau, gehen wir mal auf Suche. Hier kann man nämlich schön festlegen, die am häufigsten gesuchten Apps oben anzeigen. Also wenn ihr immer jeden Tag Word benutzt, wird Word irgendwann ganz oben stehen, wenn ihr Word sucht und nicht mehr WordPad. Zulassen, dass Windows meine Suchvorschläge als künftige Suchvorschläge speichert, das ist alles selbsterklärend. Genauso wie auch, was durchsucht werden soll, ist eigentlich auch wirklich selbsterklärend. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Teilen, ja, Facebook lässt grüßen. Habe ich nicht verstanden, habe ich nie benutzt während meiner Zeit, wo ich Windows 8 auf dem Laptop hatte. Allgemein, ja, das ist eigentlich recht schön. Automatisch für Sommerzeit anpassen, wie gesagt, eigentlich alles wirklich selbsterklärend. Das Schöne ist, ohne Auswirkungen auf die Daten auffrischen, das heißt, wenn der PC nicht gut funktioniert, können Sie ihn ohne Verlust Ihrer Fotos, Musikdaten, Videos und anderer persönlicher Daten auffrischen. Das heißt allerdings auch, dass sämtliche persönlichen Einstellungen von den Apps gelöscht werden. Irgendwelche Logins werden gelöscht, es wird der App-Cache gelöscht, also der Zwischenspeicher. Ja, ich sag mal, nicht triviale Daten werden gelöscht und Windows wird zurückgesetzt auf den Originalzustand. Ja, darf man aber nicht verwechseln mit alles entfernen und Windows neu installieren. Ja, dann werden wirklich alles entfernt. Es werden die Programme gelöscht, es werden die Apps gelöscht, es werden wirklich nur noch die eigenen Dateien behalten. Und ja, kann zum Beispiel recht nützlich sein, wenn man zum Beispiel versehentlich Adobe CS6 installiert hat und Adobe CS6 möchte einfach nicht mehr von der Festplatte runter. Dann kann man das benutzen und man hat es wieder los. Ja, eigentlich recht brauchbar. Datenschutz ist, wie schon angesprochen, schön ist, dass fast alles automatisch auf Aus steht. Das heißt, dass Microsoft nicht dem User zumutet, oh, der kann das ja selbst ausschalten, wenn er möchte. Nein, er lässt es aus und sagt, wenn ihr das wollt, müsst ihr es explizit einschalten. Und das persönlich finde ich richtig gut. Ist ein richtig guter Schritt, weil Microsoft damit beweist, es geht eben doch nicht nur um die Benutzerdaten, also um die Daten der User. Ja, in der Geräte sieht man hier halt richtig schön, was ist gerade angeschlossen, was ist gerade benutzt. Ja, kann ich auch rausschmeißen hier, dann hätte ich zwar keinen Kopfhörer mehr, aber egal. Funk ist nämlich mal an auch logisch. Hätte ich hier WLAN oder Bluetooth oder Infrarot, würde es hier aufgelistet werden. Einfache Bedienung, kennen wir ja schon, ist ja für körperlich oder beziehungsweise für, ja, wie nennt man das? Optisch behindert, ich weiß nicht, wenn man schlecht sieht, schlecht hört oder eben blind, taub, stumm ist, dann ist das eben ja eine erleichterte Bedienung. Einstellungen synchronisieren, das ist der Punkt mit der Windows Live ID, den ich angesprochen habe, den ich persönlich richtig genial finde, weil hier kann man auch festlegen, was synchronisiert werden soll. Farben, Hintergrund, Sperrbildschirm, Profilbild, Desktop-Anpassungen, Einstellungen für leichte Bedienung, Spracheinstellungen. Browser, also Verlauf, Favoriten, Passwörter und so weiter. Wie gesagt, das kann alles synchronisiert werden auf zwei PCs und das finde ich richtig genial. Man richtet sich seinen PC einmal ein und übernimmt es einfach auf den neuen. Das ist einfach mal eine richtig geniale Funktion. Die Heimnetzgruppe kennen wir ja auch schon von Windows 7. Ich persönlich finde es absolut ja, grottig, denn ich weiß nicht, mit Heimnetzgruppe Übertragungsrate von 2 MB oder von 20? Ja. Wie gesagt, vielleicht haben sie das geändert, ich habe es noch nicht getestet. Ja, hier, wer der virtuellen Heimnetzgruppe beitreten möchte, hier habt ihr das Passwort. Aber dazu müsstet ihr erstmal im Netzwerk sein. Windows Update. Ja, kennen wir auch aus Windows 7. Haben sie jetzt aber ziemlich aufgefrischt. Es wurde noch nie nach Updates gesucht. Ich weiß, wir haben es gerade neu installiert. Und das sieht man jetzt richtig schön. Windows 8 ist noch nicht mal released, aber es gibt schon Updates dafür. Ist doch genial, oder? Man verbessert seine eigenen Fehler vor dem Release. Naja, ein wichtiges Update wird automatisch installiert. Ja, ich sehe nicht mehr welches. Ja, bei Windows 7 hat er noch die Auflistung. Hat man hier allerdings auch noch. Man muss es halt anklicken und dann sieht man, was ist dabei. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, Definitionsupdate für Windows Defender. Der Windows Defender, man kennt es, bei Windows kennt man es noch als Microsoft Security Essentials. Der Virenscanner von Microsoft ist bei Windows 8 automatisch mit installiert. Microsoft macht es wirklich so und sagt, okay, das ist eigentlich auch schon fast ein Negativpunkt.
Weil im Endeffekt zeigt Microsoft dadurch, die User sind so doof, sich einen eigenen Virenscanner zu installieren. Und ich persönlich als IT-Techniker sage, da haben sie aber auch recht, ne? Von daher finde ich persönlich als Systemtechniker und als jemand, der Privatleuten den PC einrichtet, wirklich genial, dass endlich mal ein kostenloser Virenscanner dabei ist, dass man wirklich mal sagt, hast du einen Virenscanner installiert? Nö, wieso brauche ich doch nicht? Wie gesagt, finde ich persönlich richtig genial. Wird allerdings deaktiviert. Also der Virenscanner schaltet sich ab, sobald man einen anderen Virenscanner installiert. Also der ist nicht zwangsweise vorgegeben. Das finde ich auch nicht schlecht. So, aber wie gesagt, Windows 8, Desktop, ja, wie gesagt, Spiele funktionieren auch einwandfrei. Steam konnte ich installieren, ich konnte meine Steam-Spiele spielen. Allerdings, wie gesagt, Adobe ist sehr oft abgestürzt. Mein Screen Recorder funktioniert nicht mehr. Von Trillion funktioniert die Integration von Skype nicht mehr. Also da bringt er wirklich eine Fehlermeldung. Skype-Kit has crashed. Funktioniert auch nicht mehr, leider. Aber ansonsten, ja, DC++ geht auch nicht. Office 2007 stürzt ein paar Mal ab. Kann aber auch an der Hardware von meinem Rechner liegen. Also ich weiß nicht jetzt, wie es auf dem anderen PC läuft. Aber so muss ich der Fairness halber sagen, macht Windows 8 nach der ersten Installation wirklich den Eindruck eines Spielzeugs. Aber je länger man mitarbeitet, desto schöner, desto flüssiger vor allem wird das Ganze auch. Und es fällt auch gar nicht mehr auf, dass man sagt, okay, Metro bzw. Windows 8 UI, bäh, irgendwann ist es einfach da und irgendwann nutzt man es einfach völlig so ganz normal, wie als wenn man Windows 7 benutzt und irgendwann, ja, fällt es einfach nicht mehr auf, dass man es benutzt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Rot nervt mich langsam ein bisschen. Und diese kahle Hintergrund, ja, der ärgert mich. Ich mache ihn nicht. Ich mache das mal ein bisschen anders. So, ja, finde ich persönlich jetzt ein bisschen gediegener. Okay, der Hintergrund stört mich jetzt immer noch ein bisschen, er wirkt ein bisschen hektisch, aber wie gesagt, das konnte ich ja recht einfach anpassen. Die Metro-Oberfläche ist eigentlich gar nicht so schlecht, wie alle immer tun, besonders wie einige Fachzeitschriften immer. Oh mein Gott, der größte Mist, den Microsoft produziert hat, finde ich jetzt nicht mal. Ich denke mir einfach mal, es ist schön, es ist was Neues und das Schöne an der Sache ist, wenn man wirklich mal ein Windows 8 Tablet hat und ein Windows 8 Handy, und beziehungsweise ein Smartphone und ein Windows 8 PC. Man hat eine Oberfläche und muss sich nicht mehr in 50 verschiedene Systeme einarbeiten. Von daher, ja, hoffe ich mal, dass ihr Windows 8 nicht verteufelt. Es ist ein gutes System, es ist ein schnelles System. Vor allem, ihr habt es gesehen, mit zwei CPUs, 2 GB Arbeitsspeicher, es lief komplett flüssig, obwohl das Ganze auf einer ultralahmen Festplatte liegt. Windows 8 holt viel aus einem PC raus. Und da muss ich der Fairness halber sagen, Hut ab Microsoft. Ist ein gutes Betriebssystem. Allerdings muss man sich daran auch wirklich erstmal gewöhnen. So, in diesem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen und mal gucken, demnächst wird es auch wieder neue Tutorials geben. Von daher wünsche ich euch jetzt endlich mal um 1 Uhr nachts eine wunderschöne gute Nacht und hoffe, man hört sich und sieht sich irgendwann mal wieder.